bin mehr als aus zwei Ja, aber Leuten wir present. carryen das Team, weil es gibt diesen roten Ranger und diesen, ich glaube, diesen schwarzen Ranger. Und Keiner ist deswegen, das. also ich sag, wir sind halt die Power Ranger, die jetzt wieder vereint sind. Also sagst du, wir sind der rote und der schwarze Ranger. Ja, richtig. Aber ich wäre gern beide present, weil rot ist meine Lieblingsfarbe und Und schwarz schwarz ist ist keine edgy. Farbe, aber eigentlich auch meine Ja, das Lieblingsfarbe. stimmt wohl. Ehrlich, im Wartek was gedacht, weil ich nämlich. Alleron, das Ja, geht. der Timo, ne? Der Na klar. gute alte Timo. Ja, echt lang nicht mehr zusammen gestreamt, Mann. Einfach, It's warte. true. Wir wollten eigentlich gestern streamen an alle, die meinen Stream am Freitag gesehen haben. Ich weiß, ich wollte am Sonntag APP Watch mit Present machen, aber gestern war auch durch GPL und so weiter noch ein Richtig, bisschen. richtig. Apropos GPL, ne? GPL geht wieder los. Was? GPL? Was ist Was? das? GPL, Was ist Modcheck, hallo das? Belenio, hallo Manu. Present, hast du bei der Twitch-Emote Mach, ich habe es mittlerweile? mir gestern mal aufgeschrieben. Ich Boah. mache es die Tage in meinen Ferien. Ist es geplant? Okay. Es ist geplant. Na gut. Hatte ich einen Mach Wayne immer gerne Arbor Auge. mit, Henrik. Hallo Flo, was Grüße. geht? Ärgert mich. Er macht sich Timo. Nein, ich mach's wirklich, Wayne. Ich mach's wirklich. Ehrlich, ich mag ihn. Ich Was geht, mach's wirklich, Waver? Lamachi. Ich mach es wirklich, Leute. Ich mache. Wirklich, Ich wirklich. war. Ich war heute insane produktiv, Alter. Und dann ist mir aufgefallen, so weiter. Ich bin um 8:30 aufgewacht, ohne Wecker. Ich bin gestern um 2 ins Bett gegangen und dachte mir so, aber ich will ohne Wecker aufstehen. Bin so wie so eine Uhr, eine innere Uhr. Zack, 8:30 wach gewesen. Und dann mache ich so Wäsche, ich mache so Geschirr, ich mache so ein bisschen GPL-Sachen, Kommentare beantworten, dies und das. Und ich wollte dann anfangen, Sport zu machen und dann werde ich so angerufen. Ich denke so, hä? Was? So, auf Discord. Und dann sehe ich, oh, ich muss bei Flowbird dabei sein, bei Risiko. weil er hat seinen 25-Stunden-Stream dann Ja, gemacht, oder 24er. 24 Stunden. Ja, aber er hat Aber auch er hat 25 25, Stunden genau. gestreamt, ne? Genau, weil er hatte so eine Community-Challenge, wenn die Community 200.000 Punkte, Kanalpunkte sammeln, dann hat er es um einen, also extended erst um 1 Stunde. Das haben die geschafft, deswegen. Hallo Waver. Richtig. Hatte ich Gasaduos, Gormis, Nächste Woche kriegen wir Sabine, dieselbe Antwort vom Present. was Hallo, denn? armer Bruder. Ja, dass das geplant ist. Hallo Sascha. Nein, 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 nein. Also diese Woche wird es irgendwann Okay. hoffentlich passieren. Vielleicht. Hoffentlich irgendwann passieren, vielleicht. Okay, das war schon mal stark, Present. So, Leute, wir schauen LPP Halbfinale. Wir haben zwei Matches. Nächste Woche haben wir auch zwei Matches, die Present nicht schauen, weil wir haben uns spontan dazu entschieden, Spiel um Platz 3 zu machen. Genau. Ja, wir starten mit Match 1. Felix gegen mich. Wir schauen aus Felix' Perspektive, weil ich kenne meine Perspektive schon und Richtig. Present kennt keine Perspektive und Richtig. dementsprechend, ja. Also bitte nicht spoilern, weil ich ein Lava. Bitte nicht spoilern. Wir haben, also ich habe keine Ahnung. Timo, kennst du das andere Ergebnis? Nee. Okay, Ich das ist kenne halt gut. mein Ergebnis, das Ja, okay. war's. Das ist natürlich dann wild. Dann würde ich sagen, skippen wir rein. Was geht Skippen wir ab? die Dip. Okay. Okay, schon Ja, mal. ich wollte gestern mit Present schauen, aber das ging nicht leider, weil Present hatte zu viel mit GPL gestern noch Richtig, zu tun und deswegen haben wir es auf GPL-Ankündigung. heute verschoben. Richtig, Richtig. richtig. Deswegen jetzt erst, aber ich sag, besser spät als nie, ne? Genau. Gut. Genau, na, ich muss was sagen. Present. Ja, ich sehe die beiden Teams und sehe Ich erstmal. sehe vier Pokémon aus deinem Team, die uns hier begleiten. Ja, rein zufällig, so ein Present auch im Fabrigi, Halbfinale Pidian, Lamus, Yveltal. Moment, ich bin ja in den Playoffs. Wie ist das denn passiert? Alter, ich sag, egal wer gewinnt, ich gewinne auch. So am Start. Das ist funktioniert true, es. beide haben zwei Pokémon von dir drin. Ja. Die Sache ist halt die. Geist, er läuft doch, ja. Gibt's heute auch Teambuilding, ja. Moin, war aus. Die Sache ist die. Ich sehe auf. Ich schaue auf beide Teams und denke mir so, Alter, Marshadow ist broken. Ja, und Coco ist broken. Und Coco ist broken. Und ich weiß halt immer noch nicht, wie du gegen Coco gewinnen kannst. Also, ich kann Ja. ja ein bisschen was erklären. So. Erzähl mal. Wir sehen Vor allem spielt Leftovers er auch Fini. Specs. Vor allem spielt er auch Specs, was ich Ja, interessant wir finde. sehen Leftovers Fini. Wir sehen Specs Coco, Ja. Scarf der Manitin, Rocky Helmet, Zamazenta für Marshadow, Evilite, P2 und Choice Band Landorus. Ja. Mein Gedanke ist es, ich wollte zuerst Agility Marshadow spielen, weil das mein Plan gegen Kusha Zamazenta nach dem Kampf war und ich dachte mir, das will ich spielen. Dann habe ich es aber doch verworfen. Ich spiele Sub Bulk ab. Ja. Mit Drain Punch und Diebesschatten. Dann spiele ich AV Naganadel als Switch in den Coco. Okay. Wie oft kommt der rein? So ein Dazzling Gleam Specs. Ich glaube, dreimal müsste der reinkommen. Okay. Also es ist ein Vorhalt-KO. Ja. Dazzling Gleam. So. Dann haben wir Choice Scarf Yveltal. Immer stark, fühle ich. Ich habe dein Lamus-Set kopiert, was du gegen Felix gespielt hast. Stark, einfach eins zu eins ist Und geil pass gewesen. auf, und ich Ja. habe Palkia-Set von Kusha kopiert, was er gegen Felix gespielt hat, mit Sub Punch und Donner.
Aber es ist gut. Es ist richtig gut. Vor allem gegen Coco. Also mit Coco. Ich nehme einfach das Pokémon. Can I copy your homework? Ja. But change it up a little bit. Und dann hast du einfach den Namen geändert. Nice, stark. Ja. Und G-Max. Aber ey, also ich sag, Lamus actually. Ist natürlich nice, es wäre ein bisschen besser, wenn er nicht Kokomet hat, aber Hertha auch voll Regeniki. Also, aber ich sag allein durch Zamazenta und Flampivian, der kommt da halt geil rein. So, weißt du, Rocky Helmet Lamus, was halt nice ist. Und G-Max Mamitar mit Eisenhab, der Body Press. Das ist weil Eisen, wenn der auf plus 2 ist, tankt er halt super viel von der Manitin und Zamazenta und Landorus und sowas auch noch nice sein kann. Und Body Press kann ich halt meinen Angriff auch noch boosten in der G-Max-Form. Ja, ich sag, dann gehen wir rein, oder? Ja, ich habe tatsächlich alle meine drei Switches mit. Ja. Und ich spiele kein Mon so, wie ich es vorher schon gespielt habe. Ich habe komplett alles über Bord geworfen. Außer natürlich von den anderen Teilnehmern. Außer von den anderen Teilnehmern, aber das bin ja nicht ich. Das bist ja nicht du, richtig. Deswegen ist ja was Neues. Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Schattest du? Lass uns reingehen. Und ich, by the way, an alle im Stream hier, Unipage. Yes. Hallo Leute, ich kann auf jeden Fall mal die Elektroattacke drücken. Also Donnerblitz und Ladungsstoß. Ich hab obviously mit dem Kokolied gerechnet. Na klar. Anwesend sein wird und hab mit Naganale geliebt. Bestraft, wenn ich nicht V-Switch oder Gleam drücke. Gleam. Das gefällt mir, glaube ich. Die Gleam. Felix. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, die Playoffs sind die, die ich mir gewünscht habe. Meine Bros sind alle dabei. Bis auf Kuschinski da, aber der hat's ja leider nicht gepackt. Ich bin nicht dein Bro, Felix. Natürlich an Timo. Morge. Und mal meinen Mauszeiger weg. Bros. Sonst nicht, dass ich die Aufnahme unterbreche. Ich hab leider meinen Namen verkackt. Das ist okay. Okay, was hast du getan? Dizzy, vielen Dank für deinen Resub. Kuss. Er wird wahrscheinlich Kehrtwende drücken. Apollon, der Gute. Er muss halt Angst vor Scarf haben. Aber habe ich ein Problem damit. Muss er? Hat er ein Problem damit, Er wird Kehrtwende drücken, das weiß ich. Ich kann den aber nicht riskieren. Was ist, wenn Timo das nicht macht? Richtig. Ich muss in die Ente gehen. Aber du drückst natürlich Kehrtwende. Er könnte T-Spikes drücken. Aber wir haben Fini mit Defog, das ist okay. Er wird Kehrtwende einsetzen, in Marshadow gehen. Sehr stark. Ja, da ist die Kehrtwende. Kann ich aber trotzdem nicht riskieren. Aber ich gehe im Pike, ja. Das ist klar, er hat den Lead gewonnen, hat er gut gemacht. Sub. Kuku war wohl sehr offensichtlich, Kusch weil hat sogar noch, als gut ist, er kann jetzt in E-Welter gehen, dann muss ich in Fini rüber switchen. In den Chat geschrieben, das Investment ist extra dafür da, dass Triplette den Sub nicht kaputt macht. Wow, einfach noch das Investment, weißt du, du musst nicht für das Investment selber kalt. Wenn er Fokusstoß einsetzt, ist das, er wird wahrscheinlich auf die Elektroattacke gehen, kann ich mir vorstellen. Oh, Teleport, das ist natürlich Teleport. Nice für dich. Er geht auf, auf Delegator, wie es Kusch halt gemacht hat in seinem Set. Das Set kennt er jetzt irgendwie so. Aber dann weiß ich ja, okay. Der Typ ist halt Delegator, ist nicht gescarft. Das nehme ich mit. Herr Betty. Das nehme ich mit. Donner hattest du noch, ne? Mhm. Mein Elektrofeld schmeckt halt echt werde krass. In Coco ist halt der Einzige, der weil mit Raumschlag, Donner und Fokus Punch ist Coco da halt nicht bad halt gegen. Ja. Werde in Coco gehen. Ja, Coco. Werde Voltwechsel einsetzen. Doch, was setzt du dann ein, ne? Richtig, ja, da haben wir, by the way, den DC. Oder wir werden den DC kassieren. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das ist ja die Frage. Dass das passiert. Sub, also für Fuchspunch. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder gut in das Match weniger als Donner kommen. Ja, das ist schwierig. Und Donner will ich halt nicht missen, weißt du? Und vor allem kann er Polion. Klar war, hätte ich vielleicht riskieren sollen, aber darf ich nicht an der Stelle. Und dann. Jetzt komm, Bilex, schneid zu Analyse, aber vielleicht bricht der Schmarotzer trotzdem. Wir werden jetzt uns drüber unterhalten, was wir jetzt als nächstes machen. Da könnte die dann Power Punch sein. Wir schreiben Fanal mit Y. Ja, wir schreiben auch mal Moin mit Y und so. Ja. Hauptfanal. Okay, dann bis gleich. Die hat man bei mir noch kurz gesehen, aber ich hab halt Dreck geschnitten, nicht so wie Felix. Ja. So. Felix war nur so halbe Analyse. Wir sehen die Lefties. Ich möchte gerne kalken. Aber ich habe actually auch gekalkt, wie viel Piker gegen Coco macht. Rausnehmen kann. Ich möchte aber keinen Damage tatsächlich fressen. Deswegen werde ich hier. Schön, das Moveset anders gesehen. Ja, nur Elektroattacke, aber er braucht ja auch gegen dein Team nicht er tatsächlich. Power Punch. So, ich gebe mir Focus Punch. Er spielt einfach Kushas Set. Auch nicht schlecht tatsächlich. Ja, das Power Punch bringt ja auch wirklich nichts, nicht weil schlecht. Er ist jetzt natürlich weiß, aber macht er weiß die Sache jetzt, dass jetzt es einsetzt. Ja, deswegen dadurch, er den Power Punch einsetzt. Kann, einfach Fini kann ich ja reagieren. Nee. Fini wäre nicht der Play, da kann ich danach für Donner gehen, aber er kann in Zamazenta Hera gehen. In mein Zamazenta, der kassiert natürlich guten Damage. Aber du kommst mit dem Chip, was nice aber, ist. Na klar. Weil Power Punch ist natürlich ein 150er Move. Wir gehen aber auf plus 1 Def. Mhm. Und für Schaden macht das so ein Drittel vielleicht? Und Pleasure ihn.
Und ich glaube, ein bisschen weniger. Damage. Okay, das ist okay, Damage. Ist halt, ne? Das ist, ja, jetzt ist ein halt viel, auch cool. Ja. Das ist, halt ist absolut okay, den nimmt man. Und die Frage ist jetzt, was möchte er da reinwechseln, ja, in den Knuddler? Und das ist sein Lamus. Und deswegen gehe ich jetzt hier in meinen Koko. Das kann er, kann er dann gut machen. Direkt hier ein Double. Aber jetzt möchte also ich auch Koko mal was machen. Ja, ich hab's dir gesagt, Tio. Predicted er das? Macht das gut? Das Koko zerstört dich ein wenig und du hast halt und nichts mehr dagegen. Er wechselt raus und es sollte Lamus sein. Es ist Slowbro, mein Electric Terrain. Ist noch draußen, CC. Und er hat jetzt noch eine Runde. Ja. Ich hab halt AV in der Nadel. Ja, das kann switchen. Ich drück Discharge. Jetzt kommt eine Paar. Aber sowas von. Er wechselt raus. Wen sackt er? Naganadel, okay. Wen sackt er? Ja, okay. Para nehme ich. Sei wieder der Grand Primes ab. Kuss. Hast du gesehen? Was? Und? Das war ein Crit. Ich wollte gerade sagen. Das, aber das krass, wie gut der tankt. Aber der Crit ist leider sehr ärgerlich. Ja, das ist cool. Ein Koko. Hat der Roost? Das ist ein Kokoswitch. Oh ja, wenn du es bedeffen und Roost wärst, interessant zu wissen. Er kann kein Roost. Er kann kein Roost. Nein, wir haben auch darüber nachgedacht, im Team will nicht. Schwierig jetzt. Sehr ich gehe in Hermes wieder, er kann ja, wieder U-Turn, kann. Er kann T-Spiken. Ich wollte zuerst bedeffen und Backslash und Roost spielen, aber. Könnte U-Turn aber hat auf jeden nicht. Fall. Ich bin halt AV. Ich sag. Wie defensiv ist der? Dadurch, dass das ein Crit war. Ich hätte die Para natürlich lieber genommen als den Crit. Ja, wäre ich bad, wenn jemand okay. Seinen Groundtap abgegeben hätte. Der AV-Naganadel wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, Elex. Der sollte AV sein. Ja. Doch. Ja, doch. Wieder U-Turn? Ja, ja, klar. U-Turn ist okay. Der riskiert den nicht abzuwerfen. Aber ich habe mich gerade in eine gute Position gebracht. Außerdem war es Electric Terrain weg, der hätte nicht. Der hat sich wirklich in eine gute Position gebracht durch diese Crit. Ich frage, ob du nicht von Anfang an mal Shadow hättest gehen sollen. Mit einer Assault West. Game P2? Ja. Assault West. Ich wäre Marshall würde ich mir halt fürs Ende aufgeben, nicht den Absolut. Weil er kann auch Shadow Ball haben und dann Assault weiß ich, wie ich da gegen Setup bekomme. Und ich muss hinterm Sub sein, weil sonst kommt Koko rein und macht zu viel Discharge. Druck. Discharge. Boah. Alleine was. Würde es keinen Shadow aber der muss. Nein. Ich habe nur Drain Punch und der Pressure natürlich, der ist ungeile. Du bist physisches Scarfy, weil der kann Knockoff drücken und aber ich habe Unheil Schwingen noch im Set. Fini die Lefties wegschlagen. Das gefällt mir nicht so sehr. Ist aber okay. Ich gehe hier jetzt für Unheil. Ich weiß aber jetzt, ich werde immer Samazenta mit Koko. Immer. Weil dann AV Naganadel ist. Klar, kann ich auch mit Fini rausgehen, aber ich war irgendwie mit meinem Kopf einfach bei Samazenta, dass er einfach zu Fini rausgehen kann. Aber ist halt auch okay. Für den Prime Star, willkommen in Rumnasen. Danke für den Support. Ich wünsche dir viel Spaß in den Modes und danke, dass du einen Prime Star Pick gelassen hast. Sehr, sehr appreciated. Press Love im Chat. Danke, danke. Muss auch noch Fulls Bedev sein. Okay, krass. Ich bin nicht Fulls Bedev. Oh nein. Ich bin Modest. Nein, stopp. Unheilschwingen. Unheilschwingen kommen. Werden okay Damage drücken, denke ich. Thumbnail ist gesaved. Easy. Und den Damage nimmt man mit. Ist die Frage, ob Knockoff vielleicht besser gewesen wäre? Ich halte meine Lefties. Er kann jetzt Knockoffen. Ja, weil er die Lefties hat auf jeden Fall. Ja. Oder Sachen machen, die er machen möchte. Ich werde Knockoff drücken, falls Melmetal reinkommt. Dann ist dem nun mal so. Da kann ich jetzt, ja, ich weiß, nicht jetzt so viel dran verändern. Wenn du Druck aufbauen willst, vielleicht mit Melmetal, ja. Ich habe halt super viel Angst vor Naturzorn gehabt. Du stehst Naturzorn auf dann, T-Max-Bauen. Aber ja, Welter kommt und jetzt Melmetal. Ah, okay. Also nimm immer die Original-KP. Der verliert sein Toastbrot. Wer auch weiß, dass ich Toastbrot spiele. Ist einfach gelesen wie ein Buch. Geredet an der Wind. Der kennt einfach dein Team. Copy Blaster. Aber jetzt setze ich halt Eisenabwehr ein. Ich werde erstmal Protect drücken. Auf sein Protect. Er kann jetzt hier das auch erstmal stark. Eine Runde Double Iron Bash klicken. Ne? So ist es nicht. Kann hier auch schon mal seine G-Max rausholen. Dann tut es ein bisschen weh, dass er passiv spielt. Macht er nicht. Hat er jetzt ein interessantes Set oder sowas. Also, ich habe mir tatsächlich gedacht, dass sowas in die Richtung gehen könnte. Und du meinst, jedes Set wäre neu. Hä, was? Aber ist ja nicht neu. Das ist, was passt okay. Soweit. Was denn? Will ich ins Übermalen? Kann natürlich mit Buddy Press jetzt natürlich nervig werden. Nee. Du hast für mich ja geschrieben und du meinst, gehst du für den Reshop? Denke ich erstmal noch in Ordnung. Wir werden nicht viel damit strucken. Nein, aber hat er gut gemacht. Das, die Moveset, mein Moveset. Jetzt geht er in die G-Max. Wird seines Dev, denke ich, dann mit Max Death, Quake ne? Erhöhen. Ja. Gehe ich von aus. Markus, bin dank für deinen Resub. Kuss. Jetzt habe ich natürlich Aufflocken über Dunkelnebel dabei, was doof ist.
Er hat Eisenabwehr, jetzt wird wahrscheinlich, wie gesagt, Max Quake kommen. Das hätte ich predikten können und ja, in Landorus so ja gehen können. Mondgewalt hat. Nee, jetzt kommt die Giga-Schmelze. Die wird guten Damage drücken, ja. Boah. Sehr, sehr guten Damage. Und jetzt geht er für Passt Protect. Aber, dann wird er auch noch den Buddy Press. Und jetzt gehe ich für Buddy Press und gehe auf plus 1 Attack. Und bin auf plus 1 Attack und plus 2 Death. Atem ist natürlich jetzt gechippt. Ja, aber was auf jeden Fall. Ist ein und ich glaube, Specs killt. Wir müssen da auf jeden Fall jetzt irgendwie drumherum kommen. Und das wird schwierig. Moment, oder? Action. Aber noch machbar. Ein bisschen defensiv investiert. Er boostet seinen Attack. Nee. Aber auch das nehme ich noch. Also ich habe 4 SPDF. Ich würde auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall auf die. Hast du die Bohnenattacke drin im Set? Die Frage ist nur, wen werfe ich jetzt zwangsläufig? Okay, wenn die Bohnenattacke hättest, würde ich immer darauf gehen. Die Sache ist, Naganadel ist halt. Ich habe einen Eispunch, ich hätte Eispunch rausmachen sollen und dafür ich Q spielen sollen. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, richtig. Das G-Max Mammetal macht halt den Ärger, der anzudenken war. Deswegen werde ich Hermes hier reinrufen. Und dann haben wir die G-Max schon mal ausgestallt. Und können darauf noch einen Schmarotzer drücken. Gigaschmelze kommt. Ich muss Hermes hier abwerfen. Der lebt einen, der lebt keinen mehr. Nee, war Crit. Crit. Der ist ein bisschen lecker. So, ich hätte den Schmarotzer-Damage sehr, sehr gerne genommen. Ja, das stimmt. Die Sache ist nur die, wir sind halt jetzt Specs Coco. Ich bin auf plus 2 Death, ne? Also er macht natürlich nicht so insane G-Max? Viel, aber danach würde G-Max. Ja, danach würde sogar der V-Switch von Coco killen. Ja, okay. Sache ist halt, jetzt kommt Ricky rein und auf plus 1 HP ist. Ja, ziemlich leise, dann wir vielleicht viel etwas leiser machen. Um die Ecke kommen. Er hat schon ein bisschen Chip-Damage. Auf Level 50. Einfach raus, solange nicht mehr dann ballert reacted. Den Discharge um. Deswegen. Dann ballert den einfach. Ist ein bisschen raus. Um. Ja, ich sag, Riki jetzt ist halt. Ah, nee, der Discharge ist im Crit-Bereich. Der T-Bolt könnte killen. Ja, Voltswitch ist halt der sichere Player, er muss noch mal Mon sacken. Könnte aber Kime sacken in der Theorie. Ja, ich glaube, du übersiehst gerade was. Sache ist halt, Marshadow ist leider noch existent. Und Samazenta. Brauche ich leider, weil sehr, sehr guter Range. Ja, die Frage ist halt, ob T-Bolt killt oder nicht. Das ist ein bisschen. T-Bolt Damage. Kann killen. Ja. Puh. Ich glaube, ich gehe hier auf den Voltwechsel. Er wird wahrscheinlich einfach nochmal angreifen. Pass auf, geht für Voltwechsel. Vielleicht war Voltwechsel hier jetzt dumm. T-Bolt hätte gekillt. Ja, T-Bolt hätte gekillt. T-Bolt hätte gekillt, aber er geht das jetzt halt raus, Samazenta und hat halt einen Rocky Hammond. Ich muss meinen Samazenta leider noch einen Hit fressen lassen. Es wird wahrscheinlich Double Iron Bash sein und der wird super gut. Stream sollte nicht abkacken. Ich gehe aber auf plus 1 und kann ihn mit dem Beulen helfen. Ja, kann ich halt nicht wissen. Ja, aber ich meine, Ricky killt die Susan mit T-Bolt. Das heißt, ich glaube, Buddy Press kannst du ja nicht immer einsetzen auf plus 2 oder nicht. Ja. Ich sage, ich glaube, Voltswitch hätte sogar so viel Schaden machen können, dass ich meinen zweiten Double Iron Bash noch rausbekommen hätte. Aber ich habe den Crit auf die Ente bekommen, deswegen darf ich mich nicht beschweren. Aber wir haben G-Max Mammetal besiegt. Hat super guten Damage. Er hat Fini, P2 und Samazenta. Aber es ist ja gut für dich, weil Marshadow jetzt Action machen kann. Aber ich habe nur 68 Speed Investment auf Marshadow. Teleport drücken. Der ist halt Citrus Berry defensiv, weißt du? An der Stelle. Dann später drüber reden, Reflektor. Ich vielleicht wäre Lichtschild an der Stelle, weil es Slowbro ist besser. Er weiß, ich brauche Samazenta eigentlich noch. Ich kann in Fini gehen. Wäre nicht Weltall, der Teil Reflektor. Wäre nicht Weltall der Play gewesen der eigentlich? Teleport. Wenn nicht der Teleport kommt. Nein, ich wollte halt eigentlich für den Teleport gehen. Mit Samazenta dann Mon gegen Marshall. Ja, aber ich wollte halt einfach Chip drauf bekommen. Teleport, ja, wahrscheinlich hast du recht. Teleport, genau. Weil du hättest halt nie was damit verloren, weil Pulgon 2 ist down, der kommt nicht mehr rein, Kapokin ist nur angechippt, das heißt, du hättest immer auf den die Schwingen einsetzen können. Ja. Ist natürlich ein bisschen jetzt gehe ich an die Welt raus. Das war halt nicht nötig so. Ja, du hast recht, auf den Knockoff gehen. Das kann er durchaus machen. Ja, jetzt hat er Free Reflect. Ich meine, es sind nur 4 Runden. Unser Specs. Und ich hätte gerne noch unser Artemis. Kommt jetzt die Flugattacke, ist die Frage. Das denkt er sich wahrscheinlich, aber er könnte Scarf sein. Ah. Und er könnte Scarf Knockoff sein. Okay, ich riskiere, dass er Scarf Knockoff ist. Oh, er geht leider auf Unheil schwingen, aber er ist Scarf. Wir verlieren unser Best, ein ziemlich gutes Mann gegen Marshadow. Ja. Ich weiß aber, dass der Scarf ist. Dass die Defensive jetzt komplett down ist, ist richtig nice. Dieses Ricky ist halt ein Problem. Ne, das Ricky kann halt immer noch gegen alles einfach Dazzling drücken. Hast du Shadow Sneak? In mein Nein. Das
Ja, nehmen wir mal. Das hast du mich schon mal gebracht, Ich weiß. Wenn du live auf Shadow Sneak hättest, wäre alles safe. Ich sag, jetzt müsstest du Mon abwerfen. Du kannst eigentlich nicht Argoyon. Ich drücke jetzt Glieder anpacken. Kann ich eigentlich nicht. Okay. Sag das dem Vergangenheitsteam, bist du nochmal bevor er es tut. Naganadel kommt rein. Mann, Timo. Stell dir vor, ich hätte den Safe reingeholt und nicht so, weil der lebt halt. Ja, ich weiß. Aber das lebt halt keine zwei. Also wirklich, das hätte ich auch Vergangenheitsteam in diesem Moment sagen können. Vergangenheitsteam ist ein Loser. Oh Mann, Timo. Was machst du jetzt gegen Ricky? Er kann nicht Speedy sein. Was machst du jetzt gegen Ricky? Ach nein. Ich wurde für den Speedcreep schon mal nicht gespielt. Skavi Veltal kann ihn nicht killen. Freut mich. Marshall, du hast langsamer stirbt, Palkia stirbt und auf Lamus hast du nur Eisbeam und Flammenwurf draufgepackt. Ja, Moment, von mir das jetzt an. Friends, warum spielst du Eisbeam und Flammenwurf? Warum hast du da keinen Sinn, was da drauf ist? Wieso kopierst du einfach 1:1 mein Set? Bro, kommt rein. Und machst dich ein eigenes. Chip Damage machen? Timo. Aber ich bleib hier erstmal auf Present. Scoute. Er muss eigentlich physisch defensiv sein. Ich kenne den Kampfausgang nicht, nein. Aber ich kann ihn mir gerade vorstellen, Frankie. Guten Damage. Moin Gamesboy. Dann habe ich einen Disguise in Nattersee. Ich sag mir, deswegen gibt keine 50% macht, das ist easy. 50? Hätte ich Welter Specs Tauschen überlebt. Ganz ehrlich. Ja. Ja, er macht leider über 50%. Flammenwurf ist okay. Und er hat keinen Switch in den Dazzling Gleam. Guck mal, Chef, oder jetzt wieder was? Reflektor lässt nach. Und auch Sneak killt mich noch nicht. Sneak killt. Ich hab einfach noch was abwerfen müssen. Von Life Up Element Marshadow. Das sind 5 Pokémon. Du müsstest jetzt sowieso jedes Mal einen Mon abwerfen, so gefühlt. Ja. So, Marshadow Life Up. Jetzt überlege ich halt. Wenn Slowbro stirbt, dann habe ich halt verloren. Ja, das heißt, du musst jetzt die Belebekraft triggern, das heißt, du gehst in etwas, was. Er wechselt raus, Zauberschein. Ich zeig Pike wahrscheinlich. Ja. Dann kommt Slowbro wieder rein und zeigst du wieder was. Dann zeig ich Slowbro und dann muss. Und dann ist die Welt halt als Scarf und muss den halt. Auf jeden Fall. Clearen, damit ich irgendwie nicht. Live Orb Shadow Sneak würde jetzt einfach. Ricky erkennen. Ja. Hättest einfach ganz normales Marshadow gespielt. Okay, und jetzt? Ja. Der ganz normale Standard Marshadow. Das ist korrekt. Mehr brauchtest du nicht. Jetzt wird halt. Er hat am Punkt wahrscheinlich sogar gewonnen, weil er hatte keinen Scarf vielleicht. Mehr. Oder? Ihr auch Galar Flampina dann noch als Scarf. Ja, doch, ja, stimmt, er hat noch Scarf, Galar Flampina. Ja, aber dafür hättest du Slowbro gehabt. True. Er wird doch jetzt teleporten. Schwierig jetzt. Ich glaube, er wird jetzt teleporten, weil er weiß, ich brauche. Also, ich kann mir nicht erlauben, dass er jetzt nochmal angreift. Nein, ich kann mir auch nicht. Ja, ich kann mir nicht erlauben, dass er angreift, richtig, weil ich sonst verliere. Burn! Grit! Burn! Ja, aber der war halt. Nee. Wenn dann alles nicht. Ah, Nemo. Ich sage, es sah echt nicht schlecht aus. Crit. Danke, dass ich die Hex an den unpassendsten Stellen bekomme. Hey, mein Crit war. Oh, der Crit ging nach einer halben Stunde. Der hat aber nicht gemeldet, weil 2000 Ja, okay, true. Im Endeffekt hat er nicht gemeldet. Also, die Welter kommt rein. Im Endeffekt hat er nur schneller, das ist klar. Kommt halt die Welter rein. Jetzt ist natürlich Scarf, die Welter in der Lage, den zu killen, immerhin. Ja. Das ist halt das Nice. Aber okay, das ist halt. Ah, Scarf, die Welter und Marshall können ja auch irgendwie gewinnen. Ich gehe auf Zauberschein, ist klar. Er wird jetzt wahrscheinlich Knock-Off drücken. Ja. Actually. Weil das hat ja noch. Könnte Marshall, Moment mal ganz kurz. Er noch Scarf, Flampivian. Ja. Ja, Knockoff, genau. Phoenix ist down. Pini mit 68 HP oder irgendwie sowas und Choice Ben Landorus. Und ich Marshall würde nicht Landorus mit Fini gehen. Wobei hast du Ice Punch und hast du mit Fini. Nee. So, werde was hast du überhaupt für eine Zeit? Sub, Protzer. Sub, Citrus Berry, Protzer. Knockoff einsetzen. Und Attacken. Diebesschatten und Ableithieb. Schwierig. Mit Fini werde ich noch. Weil du bist auf Abschlag? Hast du auf Abschlag gelockt? Ja. Wieso auf Abschlag? Ich hatte Angst, dass Wunder Schwing auf Coco nicht killt. Ich habe kein spezielles Investment oder so. Ja, jetzt kann ich werde ihm seinen Choice Scarf runterschlagen. Genau, da kommt auch sein Knockoff. Macht natürlich super guten Damage. Scarf weg. Ja, er haut mir den Scarf weg. Knockoff kommt, aber er weiß eine Sache nicht. Crit. Danke dafür. Er weiß eine Sache nicht, Present. Okay, jetzt hau und ich gehe auf Mondgewalt. Ich tank einen Moonblast. Ja. Ah, du killst ihn sowieso jetzt auch mit Unheilschwing. Und ich küsse hier an der Stelle Wavers Auge, dass er zu mir meinte, spiel keinen Gigastoß, sondern mach einen anderen Move drauf. Du wolltest Gigastoß spielen und nicht Zuschlag oder so? Nein. Ich hab einen ganz anderen Move. Ich hab mich hierfür entschieden. Noch schlimmer, Rückenwind. Der ist nämlich jetzt wieder stark. Okay. Mondgewalt lebt wild. Auf jeden Fall. Der ist actually sehr wild. Mhm. Genau. Und der hat jetzt noch. Jetzt kann er auf Schutzschild einmal gehen. Runden. Klar, er geht jetzt auf Schutzschild, das ist natürlich klar. Da hat er noch zwei Runden. Hast du noch zwei Runden? So. Ja.
Aber kannst nochmal Chip. Er hat Rückenwind, er hat Unheilsspringen. Das könnte nochmal wild sein. Und das heißt, er hat noch. Ich bin dafür, Ray Tal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream. Das ist krass. Hallo, Dennis. Gigastoß. Ja, er geht jetzt halt für den Double Protect. Das ist sein, ja, das ist sein bester Play. Ich. Nein, ich muss nächste Runde rippen. Nee, 100 Pro. Ich muss auf Double Protect gehen. So, du gehst jetzt auf Unheil schwingen. Okay, gut. Ja. Vier Schlag leider. Wichtig. Ist okay. Du bekommst ein bisschen HP wieder, die jetzt ist nicht super okay. Mehr sind, aber nimmt man mit. Ja, ja, ja. Naja, mich tötet alles, sowohl von Scarf und Pibian. Timon seinen Rücken wird, das ist true. Aber Scarf und Pibian outspeedet mich jetzt halt auch nicht. Also ich war gespeedcreept auf Scarf. Ja, das war auch wichtig. Weil ja. Die Frage ist, Damanatan nimmt so. Marshadow nicht raus. Ja. Ja, richtig. Das denke ich mir auch gerade. Deswegen. Das aber Landorus nimmt Marshadow auch nicht raus. Und ich habe sogar die Citrus Berry. Ich kann sogar einmal für Protzer gehen. Was für ein Zwangriff hast du Nahkampf und? Ableitieb und Diebeschatten. Diebeschatten. Gegen Yveltal. Und ich outspeede Landorus immer. Ich überlege gerade, was also Belex in der Situation machen müsste. Darmanitan Galar. Die Sache ist halt. Nee, hättest nicht, Robber. Hättest nicht. Double Protect hätte absolut keinen Unterschied gemacht. Ich hätte halt immer noch eine Runde Rückenwind. 50. Kann ich überlege gerade. Nein, ich kann den nicht killen. Okay. Killst du Flampivian? Ja, ne? Mit Abschlag wahrscheinlich sogar. Okay, okay. Ja. Ja, scheiße. Ja, er muss in Lando gehen. Er muss in Lando gehen. Ja. Und diesen. Und oh nein. Diesen Chip, den er. Okay, sieht doof aus. Gehst jetzt auf, er geht auf Steinhagel. Wenn du kannst echt noch gewinnen, warte, wie ist das passiert, Timo? Wie ist das passiert? Er ist mit Fini für den Knockoff gegangen. Ja! Muss ich Kehrtwende drücken. Wieso auch immer? Wieso hat er nicht einfach Mondgewalt drückt? Wobei ich hätte da auch einfach weiter Knockoff gedrückt, ne? Das hätte eigentlich, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht. Aber. Nein. Ich gehe auf Steinhagel. Ich gehe für Steinhagel. Du gehst da auf Abschlag, ja? Geht auf Knockoff. Du weißt ja, wie stark der Boy ist. Weiß ich. Indem ich ganz knapp. Erlebt, so. Kommt und nimmt die Welt so, raus. Und er okay. Macht jetzt ein Missplay. Halt jetzt oh, Junge. Er kann lass, lass einfach los gegen mein, okay. Wenn nicht, dann war Kehrtwende hier immer der Play. Also er vergisst halt bloß, sein Missplay so ist bloß, dass er vergisst, dass er jetzt sein Band nicht mehr hat. Ah, okay, ja gut. Aber er kann sich eigentlich kein Backup erlauben. Super, super appreciate, Leute, lass ein fettes Press Love im Chat da. Und er wird jetzt Landorus rausnehmen und das ist wieder der kleine Marshadow, Junge. Und Timo kann auch gut HP fahren. Ich habe nur 68 Speed, der Rest ist HP und Bulk Up. Okay. So. Und Citrus Berry. Kommt. So, du killst ihn jetzt mit Diebeschatten. Nö, ich gehe für Protzer. Warum soll ich ihn killen? Und wenn jetzt Bulk Up kommt, dann ist er ist nicht mehr Bandit, sein EQ macht gar nicht so viel Damage. Ja, und ich gehe auch Christ 1 und ich habe die Citrus Berry. Hast recht. Das gefällt mir nicht. Ja, ist da GG. Kann ich halt noch flinchen. Das ist leider GG. Da kann ich noch mit Eisterpfeil flinchen. Er könnte mich noch mit Eisterpfeil flinchen, das ist true. Oh, das stört mich, Junge. Ich hätte also U-Turn drücken sollen. U-Turn wäre es an der Stelle leider gewesen. Was machst du? Und ich gehe jetzt für Ableitief. Er wird wahrscheinlich angreifen. Hä, was macht, wieso? Ich weiß auch nicht, warum Felix hier in also das war ja der komplette Show. Also, er kann ja noch auf den Flinch gehen oder nicht? Weil wenn er jetzt nicht, er sieht offensichtlich, dass ich gebandet bin. Er hat vergessen, dass er sein Band nicht mehr hat. Und mein Shadow Sneak wird mich. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich mich mit Protzer so hoch hochbooste, weißt du? Aber ist ja auch nicht ein Play in der Situation. Ja, ja, ja. Und er geht auf Ableitief. Der Protzer war's, Junge. Der Protzer war's. Wie hast du das dann gewonnen? Ja. Halleluja. Ey, ich weiß es nicht. Also wie ist mein Gedankengang hinter dem ganzen Szenario. Ja, Belex hat am Ende leider nicht mehr so gut gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich hätte meinen Druck, den ich hatte, von Anfang an besser spielen müssen. Er kann natürlich nicht wissen, dass du Rückenwind, Scarf bist. Sechen, klar, natürlich nicht. Besser spielen müssen. Aber war Knock-Off jeder in seinem Play, ist die Frage. Ja. Das ist natürlich das Doofe an Playoffs. My Streamer. 6-1 gehen krass. Und dann leider... Ich freue mich gerade sehr für dich. Ich bin nur gerade so, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? So. Aber ja. Present, ich bin im Finale, Junge. Ich hab dir gesagt, ich hole das Ding. Ich freue mich für den Timus. Wenn nicht, hätte ich dich gehasst. Du weißt ganz genau. Du musst das jetzt gewinnen. So, wenn du jetzt schon da bist. Ich weiß. Du kannst nicht Zweiter werden. Downey oder Maxi. Du kannst nicht Zweiter werden. Aber ist schön für ihn. Imagine, Downey gewinnt. Und Downey und ich, wir sind die Zweiter... Ja, das hat er sich verdient. Aber was ich sagen muss, du hast die Geschichte, also du hattest ein paar Missplays drin. Ja. Natürlich bin ich aber ab dem Punkt mit Lamos hast du echt gut gespielt. Ja. Also du hast genau dort die richtigen Mons gesackt. Ja. Du hast den dann mit Flammenwurf angechippt, du hast den Range Revelter gehauen hast. Mhm. Und hast das Beste aus der Situation raus
rausgeholt, ohne sozusagen, also hattest da einen klaren Kopf bei. Und da muss ich echt sagen, ja. Respekt, weil du hattest schon Kämpfe, wo du das eben nicht hinbekommen hast, diesen klaren Kopf am Ende zu behalten, weil du schon denkst, das habe ich actually auch gesagt. Hast. Ich hab gesagt, in dem Moment, als Coco gegen Laos drüber dachte, ich, Moment, verlieren wir jetzt nicht einfach gegen Coco? Yep. Das denke ich mir. Und der alte Timo hätte oft wahrscheinlich gesagt, alles klar, Laos stirbt, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Das passt richtig. Also das war echt strong. Ich bin echt stolz auf dich, Timo. Danke, Present. Ey, voll Lino. Also, fettes Shoutouts an den guten Timo. GG, natürlich auch Shoutouts an den guten Bedex. Wir hauen natürlich übelst den Link rein. Lasst ganz, 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 ganz viel Liebe und ganz viele positive Werte bei Bedex da. Der hat sich's verdient. Der Junge ist jetzt auch in der GPL. Richtig, richtig, lasst man da ja auch gern. Aber dann, man muss auch dazu sagen, dass beide Kämpfe von Bedex und mir auch 1-0 ausgegangen sind in der Hinrunde. Also in der regulären Season hat er 1-0 gewonnen. Und das habe ich eins gewonnen. Wir haben beide krasse Kämpfe. Es hat natürlich ein bisschen wehgetan, dass Belix da leider ein paar Missplays gemacht hat, weil an und für sich sind die Kämpfe, die Belix und ich meistens haben, eigentlich immer sehr, sehr geil. Ich weiß, es war trotzdem, glaube ich, ein sehr spannender Kampf und nice anzusehen. Das auf jeden Fall. Aber ich habe auch gesagt, ich war auch am Ende, ich war nicht so, dass ich gesagt habe, yo, ich raste hier jetzt aus, sondern ich habe es einfach Belix auch so hart gegönnt, weißt du? Ich weiß. Belix ist ja andersherum genauso. Und mir hat es auch irgendwo wehgetan, dass Bedex so eine nice Season hingelegt hat und dann halt. Ja. Ich meine, es sind halt eben die Playoffs. Ne? Das hat er gerade geschrieben, es ist halt schade für Bedex, der die Liga 6-1 rasiert hat und dann halt schnell rausfliegt. Das ist halt der Fluch der Playoffs. Es macht natürlich. Vor allem Bedex, wo Bedex passiert das gerne mal. Ich meine, es macht es natürlich spannender, keine Frage, aber deswegen haben wir auch die jetzige GPA-Season, wieder Hin- und Rückrunde, keine Playoffs. Und am Ende des Tages wird der beste Spieler höchstwahrscheinlich die jeweilige Liga gewinnen. Ja. So ist es. Und dann liegt ein Chris. Ja. Rosina, vielen Dank für deinen Resub. Ja, nice. Kuss. Leute, lasst auf jeden Fall mal die Likes bei Belex da. Wir haben jetzt 124, 133. Komm, macht mal die 150 noch voll für den Süßen. Komm. Ja, für dich. 150 Likes. Für Belex. Gönnt mal. Gönnt einmal. Gönnt einmal, Chat. Gibt's einen Streamplan nicht direkt? Wir haben gestern im Stream so einen kleinen Wochenplan gemacht. Aber auf jeden Fall danach kochen wir eine Runde. Die Sache ist die. Ja? Present. Erzähl. Das ist ja nicht mein erstes Finale. Es ist nicht dein erstes Finale und hoffentlich nicht dein letztes. Und ich habe noch nie einen Titel gewonnen. Ja? Ich schreibe gerade, Konsulat Nastia, Timo, Kuss. Ja? Es sind auch ein paar Leute bei mir im Chat in den Kommentaren geschrieben, Timo, es ist viel zu lange her, dass du mal wieder was gewonnen hast. Und ich denke mir so, Jux, ich habe noch nie was gewonnen. Reden wir nicht drüber. Ja, erzähl. Und ich bin so, es ist noch ein Kampf, der fehlt. Timo, das Wichtigste ist, denk gar nicht drüber nach. Hab nicht im Hinterkopf während des Kampfes, wenn ich das gewinne, boah, dann habe ich es endlich geschafft. So, denk gar nicht darüber nach, dieses, was passiert, wenn du es hinbekommst, sondern fokussiere dich komplett auf den Kampf. Das Schlimmste ist, wenn du plötzlich im Kampf merkst, okay, du bist am Gewinnen, du merkst, okay, der Titel ist zum Greifen nahe und dann denkt man schon darüber nach und dadurch lenkst du dich automatisch ab. Das habe ich auch viel zu oft gemacht. Und 2 Monate lang läuft jetzt diese Liga, weißt du? Ja. 2 Monate lang, jede Woche aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Und jetzt ist nur noch ein Kampf entfernt, das Ende. Nur ein einziger Kampf. Das machst du. Dann würde ich sagen, habt ihr. Und vor allem auch die letzten Ligen, Preston. Was waren die letzten Ligen? Ich habe so hart reingeschissen. Deswegen. Ich war so schlecht. Und jetzt hier im Finale zu stehen, ist schon. Freut mich. DZ auf jeden Fall. Wie gesagt, schau es nochmal an. BX, Leute, macht bitte die 150 Likes. Da kommen 11 Likes noch. Kommt, gönnt mal bitte. Sehr gefragt, by the way. Schauen wir heute nochmal Hero? Wahrscheinlich nicht, ne? I guess morgen. Okay. Dann. Ja. Ja. Und dann kommen die GP hinterher. Ey, ohne Witz, also Lumax, vielen Dank für deinen Resub. Kuss. Die bist du einmal cool und gewinn das. Für dich, Belex, für dich. Gönn dir. Man muss sagen, ich stehe jetzt in der KSL, bin ich auch gerade Zweiter. Ja. Und hier stehe ich jetzt im Finale. Und es gibt mir besonders nach den letzten Ligen echt einen guten Push für die GPL, was halt auch super nice ist. Das ist gut, mit so einem Ding ins Rein zu starten. Ja, egal, selbst wenn ich jetzt natürlich im Finale verliere, mich halt trotzdem Zweiter. Zweiter ist halt trotzdem. Ist halt Zweiter, ne? Aber. Richtig. Ich weiß ja, was man sagt, aber ja. Klar, aber natürlich meinen ersten Titel jetzt zu holen, kurz vor der 8. Season der GPL, wäre natürlich insane. Die Sache ist, Leute, erstmal denkt gar nicht so viel drüber nach. Gönnt nochmal bitte 7 Likes. Darf Timo den GPL Marshall nur nutzen? Das, nein. Tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht. So, Leute, gönnt noch mal, kommt. Macht noch mal bitte jetzt hier. Ich küsse dein Herz, Felix. Ich küsse dein Herz. Felix hat geschrieben, ich muss sagen, dass unser Server und deine Community dafür sorgen, dass du deinen Spaß und dein Talent am Mons wieder gefunden hast. Und das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, Felix. Aber fühle ich. Fühle ich sehr. Ups, ja. Stark. Besonders auch durch diese, ja? Ja, nee, erzähl ruhig du. Und besonders auch durch diese extreme Bindung, die ich mir aufgebaut habe zu der Community, durch die Daily Streams und alles, habe ich noch viel mehr ich will für die Leute auch gewinnen, weißt du? Ja, das. So, du das hast einfach, so. Du merkst, dass die Leute hinter dir stehen. Ja. Und, das und die willst du halt nicht enttäuschen. Das fühle ich komplett. Ja, Leute, habt ihr jetzt schon über 50 Likes voll gemacht? Welchen Kampf schauen wir jetzt gleich? Maxis oder Downies? Ich habe Downies schon im Extra-Tab offen. Tut mir leid, Timo, aber Present wird die GPS in 8 gewinnen. Sagst du, wir können sie beide gewinnen, die Klasse. Ja, ich wollte gerade sagen, Timo, das ist okay. Das ist nice. Present darf Season, die von mir aus gerne gewinnen. Das ist nice, dieses Season. Also, ich würde schon gerne gegen Timo natürlich spielen, aber ich sag, wir können uns gegenseitig anfeuern, bezogen darauf, dass wir beide die Season gewinnen können. So, in der jeweiligen Liga dann. Deswegen, ja, das ist schon ganz wild. Ja. So, Leute, kommt, macht mal bitte jetzt noch die Likes voll. Kommt schon, gönnt mal. Aber die Sache ist die, ich meine, in der zweiten Liga sind auch krasse Leute. Es steigen am Ende nur 2 Leute auf, ne? Richtig. 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 Und alleine mit Leuten wie Maxi und Belex zusammen mit mir in der Liga. Ist keine einfache Liga, aber es sind alles schlagbare Leute. Kannst du alles schlagen. Richtig. Ich meine, gut, muss überlegen, 3 von den Leuten, also Belex, Maxi und ich, waren jetzt auch in den Playoffs hier zusammen, weißt du? Richtig, deswegen. Möglich ist es alle Male. Wird es auch GPA Watches geben, wahrscheinlich. Ja, safe. Ja. Pass auf, dass Maxi nicht wieder mit Konterspiel okay, kommt. Unsere Jungs marschieren. True, Belex, true. Team, vielleicht haben wir Liga 2. Ich sag, wenn erster wird. Liga 2 wird knackig. Ey, ich hab übelst Bock auf die Liga 2. Allein mit Belex und Maxi zusammen in der Liga zu sein, ist ultra nice. Freut mich übelst. Team, hast du schon geliked? Es fehlt nur noch ein einziger Like. Ich hab schon gestern geliked gehabt. Leute, es fehlt noch ein einziger Like. Kommt bitte. Einer muss noch reinliken. Genau, 2-mal die Woche GPA Watch, yes. Und B-Liga hört sich nur leider aus irgendeinem unersichtlichen Grund abwerten. Dann B-Liga, inwiefern B-Liga? Liga 2, zweite Liga, ne? Diese Liga 2 ist extrem hoch vom Skill, meiner Meinung nach. Eben ja, Liga 1. Ja, das fühle ich. Also, so. Man kriegt auch am Mittwoch immer qualitativ hochwertige Kämpfe. Das auf jeden Fall. Leute, wir haben 450 Likes. Yes, sir. Dann gehen wir rein. Maxi oder Downy? Ich habe, wie gesagt, den von Downy offen. Ich hau ihn rein. Okay, hau ihn rein. Dann gucken wir den. Ich bin sehr gespannt. Downy wieder so leise. Ich habe gar keine Ahnung. Gehen wir doch zu Maxi. Plateau. Nee, passt schon. Wir spielen gegen Maxi und. Sag mal bitte ein bisschen in nächster Zeit lauter. Downy, mach mal so. Achte mal auf den Pegel. Ich muss das so in Vegas nochmal meint. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hat er seinen Rahmen diesmal nicht drin? Die Sonne raus. Was ich anders machen soll mit dem. Traurig. Kam es ja in den Playoffs. Interessiert ihn gar nichts mehr. Gut, ich hasse beide. Okay. Also du willst auf jeden Fall spielen, das meinst du? Nee, ich hasse beide, weil die mich beide gesniped haben. Ja, aber ich sag, du wolltest ja Reshiram und Ho-Oh. Oder Ho-Oh. Ja. Und ich meine, du hast die Weltteil bekommen, also. Die Weltteil hätte ich ja so oder so genommen. Ja, yeah, aber ich meine, hätte ich so oder so bekommen. Ich meine, du hast halt okay, den bekommen und damit hast du ja auch gefühlt jeden gesniped. So. Klar. Jeder natürlich. Wollte Weltteil haben. Also. Ja. Ich bin so happy, dass ich die Weltteil habe. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich will lieber gegen Downy spielen. Ja. Ich habe in der Hinrunde gegen Downy gewonnen. Rocks gegen Downy sind insane. Und Maxi hat mir in der Hinrunde so mies den Arsch versohlt. Das war mein schlechtester Kampf aus der ganzen Liga. Ich glaube und ich, sogar, ja, sorry. Ja, und ich glaube, ich will lieber gegen Downy spielen. Ich glaube, wenn ich gerade richtig mich in Sinn hat, Downy sich so noch 2 Tarnschein-Schwächen reingedraftet oder so. Ne? Yep. Das ihr heißt, habt Giga Glurak und Reshiram reingeholt. Ja gut, dann viel Spaß, Downy. Und Giga Glurak, was macht der gegen Rocks halt so, ja, weißt richtig, du? Richtig, richtig. Der kann keine Plateauschuhe tragen. Ich hab's by the way jetzt mal aktualisiert im Spielplan. Stand und ich finde Maxis Team halt immer so gefährlich. Ja. Deswegen. Sage ich mal, ja die Sache ist also wirklich dieses, aber auch dieses krasse Sonnenteam jetzt mit Giga Glurak, Groudon, Lieberlo, Reshiram vor allem, also Respekt ist auf jeden Fall da. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Jetzt vielen Dank für deinen Resub. Kuss. Ich habe nicht kontrolliert, ob D-Max ist. Oh mein Gott, ich hasse mich. Alter, wenn er jetzt kontrolliert, ob der D-Max ist, ich glaube, ich habe es nicht mehr kontrolliert. Ich habe es vergessen. Nein. Ich hoffe, dass der D-Max ist. Eigentlich gibt es noch keine Liga 2, weil es irgendwie relativ wenig mit Tatsache ist. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt laufen wird, weil mit Zerora habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ist klar. Aber ich denke mal, er hat mit Liga 1 ist krasser gegen mich als Resham, richtig. Ah, nee, das ist dein Rahmen, Moment. Ho war ein richtiges Problem gegen mich. Gegen den will ich nicht nochmal spielen. Okay, fein für mich.
feuer ich einfach. Du brauchst einfach, musst dich, glaube ich, bis auf den Preppen. Das ist wahrscheinlich Fokus-Sash und will Tarnsteine rauswerfen, ne? Wahrscheinlich. Ist zumindest das, womit ich rechne. Weil Tarnsteine broken sind gegen Downy. Er hat halt, wie gesagt, kein... Er hat nichts, was in Ground reinwechselt. Downys Team auf jeden Fall so auf dem Lapsapin, du kannst dich dagegen nicht vorbereiten, richtig. Bitte lass mich nicht verspeedcreep haben, weil... Ja. Das wäre jetzt bitterig. Okay, wir sind nicht fast Speed Creep, wir sind auf jeden Fall schneller und er ist 100% Sash. Ja, das war mir schon klar, weil er hier die Tarnsteine rauswerfen will. Okay, das ist natürlich sehr nervig, weil wir keinen Defog dabei haben. Rocks tun weh. Dafür lebt halt jetzt Groudon, nimmt das Nidoking auch auf jeden Fall raus. Der wird da jetzt einfach nochmal mit Dings angreifen. Wir greifen jetzt mit der sicheren Drachenklaue an, der wird Eisstrahl drücken und fertig. Ja, denke ich auch. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Speed-Teil war oder so. Ich rechne jetzt eigentlich nicht damit. Wenn er jetzt in Grimms neu geht, dann... weiß ich nicht. Vor allem, weil er Xerneas haben können sonst. Ne? Ja, immer irgendein Dragon-Type hat er ja wahrscheinlich. Latios hat er. Ich glaube nicht, dass er in Ho hier geht, I guess. Weil das war eigentlich sehr risky. Maxi hatte richtig krasse Probleme, wie gesagt, unfassbar nervig jetzt. Ja. Aber damit muss ich jetzt leider arbeiten. Ich habe halt, wie gesagt, nicht unbedingt damit gerechnet, dass er nicht... Der Downy spielt ein bisschen Age auch, habe ich so das Gefühl, ne? Ja, nicht nur ein bisschen, das ist Age auch. Ein bisschen sehr Age auch, ja. Die Tarnsteine einfach nur reinbekommen, dass wir mal schauen, wann der Moment kommen wird. Glurak wird halt direkt 50% Damage nehmen. Defog haben wir nicht dabei. Jetzt hätte ich gerne die Boots auf meinem Kyurem Black. Hab mich da aber eben für die Habanberry wegen dem Latios entschieden, also... Lieber Rummel. Leider haben wir das, was ich mir im Teambuilding überlegt habe, ist richtig in die Hose gegangen. Eggslash wäre jetzt auch gar nicht mal so wichtig. Also, irgendwie läuft das gerade gar nicht so geil. Rosbenito ist aber ein guter Trade, finde ich. Ja, safe. Für Maxi ist es richtig gut. Weil Tarnsteine wären noch für sich sehr geil. Ich habe jetzt nicht das, was ich auf dem Papier unbedingt da rein. Würde ich genauso machen, irgendwie die Rocks safe rausbekommen. Richtig. Jetzt wird sich Maxi denken, was? Downy Downs auf seinem Groudon mit Tarnsteine. Das ist mir neu. Das ist auch neu. Ach ja, tatsächlich, weil im Draft hat Downy erzählt, in der regulären Saison hat Downy nicht einmal Tarnsteine und nicht einmal eine Hazard-Removal gespielt. Das ist halt auch crazy überlegt. Für die meine und damit ist er in die Playoffs gekommen. Ich dachte, er wäre gebannt von den Playoffs. Nee. Zahnstein haben wir nicht. Man merkt eventuell, dass ich etwas nervös bin. Der normale Hase. Vor allem, da er sehr viele Mons mitgenommen hat, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Felix. By the way, ich habe das Auge von Rift zu mitbekommen. Ich weiß. Zahnsteine kommen raus. Ich überlege, ob ich Suicune dann einfach mit einer Abkunftsklinge angreifen möchte. Ich weiß es gar nicht. Er geht aus. Sieht Wasser. Okay. Ja, aber ich sag, wie viel wenn den Burn bekommt, ich hab nicht erwartet, dass tatsächlich Siedewasser auf dem Set drauf ist, wenn ich ehrlich bin. Und der kriegt den Burn. Ha, das ist jetzt schwierig, weil Groudon ist jetzt. Ist es gemein, dass ich indirekt für Downy bin, weil ich nicht gegen Maxi spiele? Willst du auch wirklich für Downy spielen, wenn ich mir das Team anschaue? Ich glaube, ich würde lieber gegen Downy spielen. Wir haben halt jetzt noch ein paar Runden. Es wird auf jeden Fall ein Böller-Match, das Finale. Ja, safe. Ich kann nicht for free in mein Kyurem Black gehen. Ich würde es sehr gerne, kann ich aber nicht. Für mich auch ich muss auf Black jeden Fall Chip-Limit auf Speedrun draufhauen, deshalb würde ich jetzt hier auf die Abkunftsklinge gehen. Hey, bei mir wäre auch Reshiram und Zekrom, wenn ich Reshiram bekommen hätte. Ja, stimmt. Schutzschild, Scald, dann hat er wahrscheinlich noch Ice Beam und... Ja, so mit einem Kampf würde sagen, Toxic. Ich wäre jetzt super gerne rausgegangen, aber kann ich halt nicht. Das Problem ist, ich kann meine Sonnenrunden... Dann kommt Zekrom White. Ich warte hier selber gerade ein bisschen meine Sonnenrunden. Die Sonnenrunden sind halt echt blass, dass er die verliert. Das macht die ganze Sache sehr schwierig. Ich überlege, ob Reshiram ein Play wäre, dadurch, dass auch Sonne draußen ist. Boah, ich sag, Maxi ist gerade in einer richtig guten Situation. Mein Augemacher ist jetzt actually in dem Kampf bei Groudon gebannt ist, muss ich gestehen. Naja, Rocks liegen. Lurak Nation kann ich hier nicht so reinwerfen. Ich kann gerade anzuchippen ist schwierig, weil er kommt jetzt halt nichts rein in Suicune, also ohne auch nicht Chip zu fressen. Ohne Sonne weiterspielen, weil ich glaube, ich will auf den Damage gehen. Abgrundsklinge kommt. Das macht halt nicht viel. Gott sei Dank. Im Halbfinale connected es mal. Und das ist definitiv Spoiler. Brüller, der geht auf Brüller. Und das ist ja noch besser mit Rocks. Ich glaube, ich werde sogar weiter in Siedewasser gedrückt an Maxis Stelle. Blue Eyes. Ja, aber das ist ja auch, also ich sag, Brüller ist richtig nice gegen Rocks. Ja, aber guck mal, was bringt ihm ist das? Ist okay, I guess. Also, Downy hat jetzt überlege, ob ich in der Sonne jetzt einfach Blauflammen und das Groudon wegbekommen können. Ich weiß, dass ein Draco an der Stelle noch und nicht dafür ja, hat er keine Sonne. Groudon ist sowieso nicht mehr so gefährlich, glaube ich. Ja, aber hat er keine Sonne mehr. Er könnte protecten. Da kann ihn dann später nochmal aufsetzen. Ich weiß es allerdings nicht, ob er das macht, weil das, die Sache ist die... Also, ich glaube, Solar Power Lurak ist noch oder insane. Ein Tailwind. Schau mal, was passiert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also Reshiram actually gar nicht so gut. Müsste er seine Blauflammen? Muss er hier fast mit Suicune raus. Grüße gehen hier raus, dann auch. Aber wenn ich subbe, ist das auch doof für ihn. Das heißt so oder so, Blauflamm? Bin ich gespannt, was er macht. Er drückt jetzt nicht Mirror Code. Oh, weil das könnte zu viel Damage sein. Oh Gott, geht er für Mirror Code? Oder für Mirror Code? Brille. Geht auf Brille, okay.
Heißt, er hat potenziell mit dem Sub gerechnet. Kommt zum Stream. Und es kommt rein. Glurak. Oh. Hallo, mein Freund. Moin, das ist aber jetzt interessant. So lag auch mal, wie Schaden der bekommen hat. Der ist fast tot. Der kommt so rein. Leute, mein erster Auftritt im LPP. Let's go, Leute. Und dann so. Sind schneller als eigentlich alles. Warte mal. Verliert er gegen... Das heißt, wir drücken jetzt Gigantamax und gehen auf die Dynadüse. Nee. Ich habe gar nicht geguckt, ob bitte lass Moment. Jetzt nicht. Present? Er hat Ulangar mit Lichtschild. Weil wenn ja, dann habe ich... Ja, aber mit dem Giga-Feuerkessel und allem? Gott sei Dank. Oh mein Gott, es ist G-Man. Ich meine, Solar Power hat er noch, ne? Ich glaube, stirbt nicht irgendwann Solar Power. Ein bisschen Angst war da, bin ich ehrlich. Ein bisschen Angst war da. Wir überleben nicht lange mit Glurak. Ich weiß noch nicht, was ich mit Solarkraft, aber wir machen jetzt verdammt viel damit. Ja. Halten soll, meine ich. Und geht er noch auf dem Schutzschild? Nee. Er gönnt mir einfach den plus 1 Speed Boost. So, und den nehmen wir jetzt mit und jetzt sieht Glurak schon sehr geil aus, muss ich sagen. Wenn er Choice hat. Solar halt, ne? Lange ist die Sonne da, ist die Frage. Zero Aura ist, bringt er den jetzt rein. Ansonsten hat er einen Heißbomb. Ich bin gespannt, wen er jetzt halt reinschickt, weil. Ja, aber tut er nicht, weil er in der G-Max-Bomb ist, da kriegt er weniger Schaden. So viel da. Ho könnte reinkommen. Und mit Ho könnte er mich baiten, tatsächlich. Oh, er hat ja den Dünerbrocken. Auf den Rock-Move zu baiten und dann rauszuwechseln, weil dann Sandsturm aktiv ist. Und ich von, aber dann kriege ich von Solarkraft. Ich wollte nicht Gyrum White haben. Fällt mir gerade auf. Ich wollte eher Pike haben. Ich fand Pike irgendwie nice. Das ist unbedingt von Nachteil. Ja, genau. So, wir haben jetzt Suicune weg und wir haben Nidoking weg. Das heißt, Ho-Oh, Lunala, Grimmsnarl und Zeraora sind noch da. Ich glaube, okay, der hatte den. Er schickt Grimmsnarl rein. Warte, habe ich Heiß abgesagt? Weil ich mir gerade echt unsicher bin, ob ich Heatrock in der Sonne überhaupt lebt. Heißbrocken? Heißbrocken, ja. Also, es war gerade sehr, sehr lucky, Situation, dass Bruder Glurak tatsächlich reinkam. Ich glaube, ja, Glurak ist Maxi hat halt nicht gigagefährlich. Wir dadurch natürlich jetzt ein bisschen Switches erlauben, Radau machen können. Natürlich, ich habe ja den Heißbrocken auch auf meinem Groudon. Ich sag, ich sehe den Brüller-Play schon. Okay, wer kommt raus? Ja, jetzt kommt so lange. Okay, der kriegt eine Feuerattacke reingezimmert. Holy shit, kriegt der eine Feuerattacke reingezimmert. Aber in der Sonne. So, wir gehen auf den Giga-Feuerflug. Dann ist er auch noch eingefangen. Dings da sein wird. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Der Wirbel ist halt auch so stark, weil er einfach halt stehen Feuer bleibt. So. Affektiert natürlich Ho nicht. Das ist schon stark. Aber alles, was potenziell danach reinkommt. So, Grimmsnarl. Ja, das ist ja G-Max. Zufällig nicht. Das ist okay, das habe ich vergessen. Dann hätte ich hier 6-0 gewonnen. Wäre jetzt nicht unbedingt den Sieg, den ich gerne hätte. Okay, das ist G-Max, okay. Ich bin jetzt actually gespannt, ob er das lebt. Ohne Lichtschild? Ja, wobei er wird sowieso auf die... Ich denke, er hat ein Dünerschild und drückt hier Dünerschild. Ich habe halt vergessen, dass der G-Max ist, deswegen. Damit stoppt er nämlich nochmal eine Runde aus. Ja, dann killt er ihn halt. Und ich krieg nur noch einmal den Feuerangriff raus. Ja, geht einmal von deiner Wall, ja. Ja, nochmal Solar Power Chip, dies, das. Vor allem kriegen wir jetzt noch einmal, Verliert er seine G-Max jetzt? Feuerdämmen. Nee, nein, Sonnenlicht ist schon wieder weg, okay. Okay, die Sonne ist weg, okay, noch besser, noch besser. Ja, es ist jetzt halt da war in meinem Köpfchen ein bisschen anders drin. Aber gut, okay, aber er verliert nicht gegen Glurak. Gedöns-Sachen da. Darauf vergessen, dass er den Power Ranger hat. Ist das eigentlich okay. Und Maxi dachte, dass der Feuerwehr so, Feuerflug kommt, dafür wird dann Glurak sterben, aber dafür ist der, glaube ich, so gut. Wann hört er auf? Okay, hat sehr viel weniger Runden Damage gemacht als gedacht. Der bleibt immer 5 Runden da. Das ist wahrscheinlich relativ 4 bis 6 oder 5, irgendwie sowas. Giga-Genzwang kommt, damit hat er auf jeden Fall. Sieht cool aus. Ja. Ein Fehlmove, Sehnbruch wird daraus, meine ich. So, und jetzt ist die Frage, wen schicke ich rein? Schicke ich jetzt wieder Reshiram rein, weil ich Blauflammen drücken kann. Aber Reshiram kriegt natürlich jetzt Schaden von dem Feuerdings. Vom Feuerdings. Heißt nicht Giga Kessel oder so? Oder irgendwas mit Kessel? Giga Feuerkessel oder so, ja. Ich könnte jetzt mein Groudon reinwerfen. Und zwar einfach mit der Prognose zu sterben. Giga Genzwang hat eine Chance auf Gerna, glaube ich. 50% Chance oder so. Sicher? Dass der von Reshiram Mucht. Ich glaube, Giga Gänzwang war nicht 100%. Ja, tut er auch. Das heißt, wir müssen jetzt Groudon hier abwerfen. Der macht sowieso nicht mehr so viel. Dann kann er zwar Electric Moves spammen, aber damit lebe ich dann an doch der Stelle einfach. Nee, er muss aufpassen, dass er dann. Also, er könnte halt die Steam Claws damit brechen, ne? Gute Sache für uns. Nein, nicht direkt. Ich würde sagen, ja, ja, klar. Zeraora wird halt jetzt gefährlich. Das ist so die Sache. Zeraora ist halt noch da. Zwei Runden rein. Cinder ist G-Max, sag ich schon. Scarf Cinder ist, sieht noch recht gut aus, weil Suicune ist weg. G-Max Ho ist halt noch da. Und Ho ist so ein kleiner, aber feiner Problemkandidat, wo ich mir denke, Ho, bitte tun Sie es nett. Und vor allem kann wahrscheinlich... Er weiß ja, er setzt Genzwang ein und ich fange an zu gehen. Das heißt, ich muss irgendwen mit einer Donnerwelle abbekommen. Also irgendwen eine Donnerwelle abbekommen lassen und das feiere ich nicht so. Das ist halt die Sache. Maxi hatte leider echt viel, was er meiner Meinung nach, das war ein Crit. Mitnehmen kann. Nee, war's nicht. Oha, trotzdem guter Schaden. Hallo Rodan ist einfach nur ein sympathisch. Wenn der Burn jetzt nicht rausnimmt, fände ich das absolut lecker. Sanchez, vielen Dank für 25 Monate. Stark. Toll, super, appreciate. Lass ein fettes Chat da.
Das ist ja der Okay, Olli. Das ist absolut knackig. So lecker Ground. Ich würde an der Stelle so lecker Ground. Steinhagel gehen, das sollte reichen. Steinhagel ist der Play, Feuer, ja. Immer noch da ist. Und sollte ja warum auch immer in Ho gehen, dann passt das Ganze. Und damit stehen wir dann ich wieder 3-3. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Einfach automatisch. Also ich bin ja, ehrlich, auch, wenn du, wenn ich hatte ein bisschen geht, Angst, dann dass das ja richtig bei mir in die Ground Ground schmeckt schon gut. Weil dann denkst du, dieses Team, aber... Bisher funktioniert es irgendwie noch. Definitiv. Und ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Spaß, das Team aber so zu spielen. Oh, wir gebratener Ground an eine Delikatesse. Lecker Schmecker. Er kriegt noch ein Lichtschild raus. Okay. Das ist echt stark. Das ist echt stark. Das gefällt mir nicht. Einiges, was das fand er nicht so lecker, tatsächlich. Also Rieschig angreift halt noch speziell. Du hast ihm leider seinen Ground so, an vermiest. Ja. War nicht das leckere Dessert. Ja. Versalzen leider. Und ich weiß nicht, wen er reinschickt. Oh, okay. Ich stehe 3-4, aber... Max, der hat noch krasse Mons. Ich werfe so oder so Rishiram rein. Ich merke gerade, ich hab ja noch 4 Mons. Was laber ich hier eigentlich gerade für einen Dünnschiss? Weil ich weiß halt, wie gesagt... Da war ein Haar drin. Kein Schimmer. Kein Haar. Aber so oder so, wir sind gescarft. Der war nicht schlecht, Elias. Der war nicht schlecht. Ja, schon stark. Ja, wenn Ho kommt, dann ist tatsächlich mein Hase nicht ganz so geil. Ich glaube aber nicht... Also deshalb kann ich mir vorstellen, dass Ho eventuell sogar kommt. Aber wer kommt jetzt, die Frage? Oh, was für ein Item auf dem Pyrum, so das die Anti-Drachenbeere? Die Habanberry. Feuerball in der Sonne eigentlich schon unfassbar lecker. Also wirklich unfassbar lecker. Blue Eyes. So, meine Blue Eyes kommen wieder rein. Der bessere Blue Eyes. Happy? Und Happy kommt. Wer zum Teufel ist Happy? Hallo Happy. Oh. Hallo Happy. Du bist Happy. Schön. Mit dem Plateau schon. Turbobrand aktiviert sich und wir gehen hier auf einen. Oh, nevermind. Doch nicht. Wahlband oder Wahlschal. Nevermind. Wahlband oder Wahlschal, 100%. Oha. Oder Lulala kommt da rein. Wir. Das glaube, war aber echt so ein richtiges. Ich gehe auf Antikraft. Okay, das ich jetzt kann ist mir echt also, wild. Vielleicht ist der gescarft, ich weiß es nicht. Wenn Qum den Ich kann es kein bisschen killt. Einschätzen, ob der gescarft ist oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann hat Maxi ein Problem. Kein Schimmer. Weil dieses ich hoffe, dass ich nicht zum Schluss an Scarf Lunala verliere, weil. Aber ich Choice Scarf Brave Bird wäre ja auch krass. Doch, ich bin auch also allgemein Choice Scarf hoch. Dann kommt der Doom. Das heißt, mit meinem Cinder Ace sollte ich auch den. Ja, stimmt. Und der kommt nach einem Brave Bird nicht nochmal rein. Das wäre so ein bisschen. Wir sind. Tartyberry. Aber mit Leben Orb, ich kann jetzt den Damage nicht einschätzen. Lebt aber der den? Okay, es hat ja gar nichts. Holy shit. What the fuck war das nix? Der roostet jetzt, oder? Der roostet jetzt dick in meinem Gesicht. Nee, er drückt Sturz. Okay. Und Draco Meteor wäre natürlich. Aber jetzt Libero schneller. Aber den haben wir halt nicht. Libero ist sowieso schneller, aber geht Libero los, die Frage. Und jetzt, ist es mein Play? Lichtschild ist auch noch da, true. Ja. Choice Scarf. Das hat ihn ja geheilt. Oder? Hast du gelernt? Nein, die Boosts. Weil er in denen eigentlich auch keinen Switchen mehr hat. Nee, durch den Crit nicht. Nur wenn er geroostet, ja, selbst. Aber wenn er geroostet hätte, dann hätte es einen Unterschied gemacht. Auch, glaube ich. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ich weiß es nicht. Ich würde gerne Cinder geht auf Dragon Tanz. Dann könnte ein Burn kommen mit Leute Feuer. Sonne auf gegen Ho-Oh. Dass wir da nicht eingehen. Das könnte Max HP Ho-Oh sein. Da würde Pyro Ball oder Pyro Ball. Das ist gerade würde 26 schwierig. Bis 30 machen. Wenn wir allerdings den missen, glaube ich, ist es mir das nicht wert im Endeffekt. Dann ist es mir das einfach nicht wert. Also ich denke mal, Pyro schneller. Ja, ja. Das Problem Sicher? Ist, ich muss einmal kurz gucken, ob es mal Eisspeer reicht. Nice, ich bin Herr Markus, das geht. Zwei Hits wären 25 bis 30. Und wenn er auf 30% wäre, dann. Nee, dann. Ja, er muss Eisspeer reicht sicher. Ne, Eisspeer reicht, okay. Also, außer es ist jetzt ein ganz, ganz weirdes Set. Aber ich glaube, Eisspeer ist hier mal mein Play. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler. Vielleicht ist die Anti-Drachenbeere. Ich wünschte, da wären jetzt die Boots drauf, aber leider ist da die Anti-Drachenbeere drauf. Wir können hier nicht die dancen. Wir müssen hoffen, dass das alles funktioniert. Was hätte lieber drauf gehabt, die Boots? Können wir noch hoffen, dass wir irgendwie richtig viele Eisspeere treffen und dass das mir doch etwas unbekannten Gründen dann einfach ausreicht. Eigentlich muss er rausgehen, weil er will den Regenerator haben, weil sonst verliert er, glaube ich, wohl den kalten Krieg erklären. Und er will nicht gegen meinen Hasen verlieren. Oh, Eisbär? Okay, er bleibt drin. Eisbär kommt. Da sollten zwei reichen. Oh mein Gott, zwei reichen nicht. Okay. Da hätte ich auch ein kleines Problem gehabt. Weil anhand des Antikrafts-Damage dachte ich, der wäre Spidef. Nee, er hat das Lichtschild vergessen. Das war jetzt Lucky. Ja, der hat ja auch eine krasse das Ding ist, Fusion Boat hätte auch Zeraoras Fähigkeit überbrückt, das ist klar. Ich glaube auch eigentlich, aber ich hatte Angst, dass wenn ein Lunala geht,
ich mit Eisspeer die bessere Chance habe, mehr Damage zu machen. Ja, ich sehe schon, aber ich glaube, Kreuzfahne wird trotzdem mehr der Play gewesen. Blatt Papier eigentlich der schlechtere Spielzug gewesen sein. Danke dir, Dauni. Da war ich halt jetzt ein bisschen lucky, dass ich dreimal gehittet habe. Auf dem Blatt Papier könnte das rein theoretisch der schlechtere Spielzug gewesen sein. Kommt rein, das ist Lunala. Alles schön umschrieben. Ja. Und das hat auch keine Dings, okay. Das heißt, jetzt muss ich überlegen, ob ich einfach angreife. Greife ich jetzt einfach an? Ich glaube, ich greife einfach an, weil ich wüsste jetzt nicht, ich muss danach in Eisbär gehen und dann auf Shadow Sneak gehen. Ich wüsste jetzt nicht, was es mir bringt, hier nicht anzugreifen. Schattenstrahl kommt, wenn der Wahlglas ist, besiegt er mich. Wenn nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht lebe. Wahrscheinlich, ne? Und es reicht. Nicht. Oha. Eissperr kommt. Jetzt killt Shadow Sneak. Weil wenn der gescarft ist, wäre auch Dings ein schlechter Spielzug. Eins. Okay, zweimal. Zwei. Dreimal. Drei. Natürlich sehr nice, dass wir so oft treffen. Vier. Mal sogar, ach du Scheiße. Fünf, ach du sogar, Scheiße. Ach, ich glaube, das macht aber keinen Unterschied, so lange er Doomguard hat. Weiß nicht, inwiefern das jetzt krass mattert. Weil an dem Punkt gehe ich halt eh jetzt immer in Cinder Ace und... Achso, okay, wenn Cinder Ace schneller ist, dann... Ja, wenn der Scarf Zero Aura ist, können wir immer noch verlieren. Scarf Zero Aura gewinnt dieses Match im Übrigen noch. Sicher? Ja. Weil jetzt gehen wir natürlich in Aegislash. Schon möglich, wenn ich drüber nachdenke. Weil ey, jetzt in Aegislash und Shadow Sneak. Nee, was ist, wenn mein Pyroball misst? Dann verliere ich. Was, reicht eine U-Turn? Du hattest einen Schauer. Ja, U-Turn kann auch. Lunala. Bitte lass mich, ich habe jetzt so... Ich sag, wenn U-Turn ausreicht, dann... Ja, aber dann haben die 5 Icicles ein bisschen gemeldet. Also dem. Ja, aber dann 31 wäre auch Machel egal. Ich weiß. Dann kann natürlich in Zero Aura gehen. So, die Frage ist halt, was für ein Zero Aura Set das ist. Richtig, er geht den auch machen. Wenn das so Lefties Protzer ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine U-Turn. Ich bin gerade zu blöd. Ich hatte. Ja, nee. Also, wir hätten eigentlich hier immer Kehrtwende drücken können. So oder so haben wir noch Königsschild. Das heißt, wir können auch noch den Angriff true, von Zeraora. Und ich glaube. Aber wenn es Protzer. Kein Sub Zeraora also ist. Also mein, Protzer ich glaube, Sub oder so. Slot für Sub. Ich hole mir gleich neues Wasserstars. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt nicht die Möglichkeit zum Comeback gegeben habe damit. Okay, Taktikwechsel kommt. Lunala geht raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hier eigentlich optimal richtig spiele, aber ich bin gerade in so einem unfassbar nervösen Zustand. Ungefähr der Zustand wie gegen Belex, als ich gegen das Mewtwo gespielt habe. Dass ich mir gerade selber nicht mehr sicher bin, ob ich das hier gerade richtig spiele. Also, die Sache ist, er könnte es jetzt noch gegen Zeraora choken, wenn er genauso Protzer spielt wie ich und Marshadow. Macht, aber hey, Hilda kommt rein. Kann ich das irgendwie ganz, ganz sicher spielen? Würden wir einen Sub von Zeraora immer brechen? Zeraora. Gegen Aegislash Blade. Würde mit Shadow Sneak immer 30 bis 35 machen. Das heißt, zur Not würden wir immer den Sub breaken. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf ein Königsschild. Okay. Wechseln nochmal unsere Form. Wenn er wirklich Potzer einsetzen würde. Der überlegt mir gerade zu lange. Ja. Ich glaube, der könnte sogar noch einen Sub haben. Hallo Dennis! War doch nichts, Bock. Das ist jetzt belastend. Vielleicht kalkt er auch noch irgendwas. Ob es sich für mich lohnt, in die Königsschildform zu gehen. Also in die Schildform meine ich. So, Taktikwechsel kommt. Und war das dumm? Sag mir bitte nicht, dass das dumm war. Kommt drauf an, was er hat. Was ist, wenn er Bulk-Up ist? Wenn er Bulk-Up ist, ist das ein richtig dummer Spielzug gewesen. Scheiße. Nicht wieder der Bulk-Up-Moment. Hallo, ich bin der Bulk-Up-Moment. Also ich habe nicht gesehen, dass er den Slot eigentlich dafür hat, aber... Ja. Eigentlich, ich glaube, es war eigentlich nicht... Wir haben meinen Kampf schon gesehen, ja. Zu drücken. Wir gehen jetzt auf Nahkampf, weil das unser stärkster Move ist. Wir sind ja langsamer. Und danach können wir noch mit Shadows mit Plasma-Fäuste kommen. Und er ist nicht Scarf. Das sollte GG sein. Ja. Würde ich jetzt sagen. Er kann gleich sogar nochmal für Königsschild gehen. Die Sache ist nur die, dass Theorie. Ich meine, er ist dann minus 1, aber ich glaube, er lebt trotzdem noch ein. Außer wir Königsschilden nochmal. Aber Plasma-Fäuste, Voltwechsel, Strauchler braucht er noch. Nee, ich glaube nicht, oder? Aber okay, das ist Shadow Sneak Range. Oh ja, true. Ich glaube, das ist GG. Das ist GG, ja. Ja, das ist Shadow Sneak Range. Das ist GG. Selbst wenn nicht, hat er lieber Shadow Sneak kommt. Ja. Und kann U-Turn drücken. Das ist eine Prio. Das sollte reichen nach meinem Damage Kyle. Und es. Timo. Ich muss gegen Downy. Reicht. Im Finale. Wir haben gewonnen. GG an Maxi an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, heißt, ob die Eisspeer-Roll. Das heißt, erstmal natürlich gehen wir alle rüber zu Downy. Richtig. Lass dort gerne ein Like da. Der hat gerade 250 Likes. Machen wir mal 251 voll. Es war echt ein wildes Match. Auf jeden Fall war schön gespielt von beiden. Stark von beiden. Auf jeden Fall.
Und viele sagen ja immer, yo, Downey so der CEO auf Zweiter, aber tatsächlich, ich habe nachgeschaut, rein von, ich glaube, ich bin allgemein, obwohl ich weniger Liga, in weniger Ligen gespielt habe als Downey, bin ich öfter Zweiter geworden als er. Uff, Timo, das war ein gutes Match. Einer von uns beiden wird nun mal Zweiter. So. Die Sache ist, wer der wahre Zweiter ist. Du weißt mit Downey, was du bekommst und wirst nicht irgendwie zu Tode gecheased wahrscheinlich. Nee. Also du hast da nicht irgendwie, musst nicht auf sowas wie Spiel, Cape Conta so krass achten. Ja. Es wird ein Böllermatch. Aber vielleicht fährt er auch was Insanes oder so. Natürlich. Weißt du? Ja. Aber ich bin ehrlich, ich habe schon Strategien in meinem Kopf gegen Downey. Die würde ich dir jetzt gerne sagen, aber die kann ich dir später in Ruhe zeigen. Weil ich schreib dir ein Mon, okay, was richtig nice gegen ist, okay? Junge, vielen Dank, das ist okay. Ein Sub, Shanks, Kuss. Vielen Dank. Warte. Ja, das ist zwar super lieb, ist klar, aber brauche jetzt nicht direkt, sonst kannst du ja auch gerne auf meinem Discord dort hier, der hier present. Zuschauer schenken oder so, wenn du willst. Allein der ist schon. Ich wollte es fast gerade laut vor. Ja, ja, ja. Aber allein der ist schon krass. Ja. Mal gucken. Aber danke. Es wird krass. Preston, ich bin im Finale gegen Downey. Timo. Und wie es das geht, ja. Ich freue mich auf den Kampf. Hab einen nicen Kampf. Danke für das gedacht. Ich kämpfe am Donnerstag. Chat. Viel Erfolg. Ich kämpfe am Donnerstag. Freitag kommt der Kampf online. Und Mittwoch müssen wir wahrscheinlich bauen. Und danke dir, Present. Hallo, danke für die Worte, Mann. Viel Erfolg, Mann. Du machst das. Du holst das erste Mal eine Liga. Gib dein Bestes. Sei nicht zu verkrampft. Verlass dich auf Marshadow und dann gewinnst du. Stell dir vor, erster Spieler nehme ich Marshadow einfach nicht mit. Ja, das wäre, wer will. Das Einzige, was ich nur so ein bisschen sehe, so. Ich sehe mir so sein Team und denke mir so: Wo ist der Platz für Melvita? Aber nirgends. Mal schauen, vielleicht kriege ich den irgendwie. Das ist eine große Überraschung. Saku, danke für den Reset. Kuss. Tio. Ja. Viel Erfolg, Mann. Du machst es. Danke, Mann. Du machst es. Du kennst jetzt KSL, danke, ne? Danke. Hä? Du kennst jetzt KSL, ne? Genau, ich baue jetzt noch mein KSL-Team gegen Erik und dann kämpfe ich noch gegen Erik. Und du machst gleich Kochstream, genau, ne? Genau, ich mache jetzt gleich Aubergine-Schnitzel-Burger, Leute. Live und weißt du, kannst du nicht machen, wenn du es noch nicht mal gegessen hast. So, komm her, ich mach dir das und dann, du musst einfach später das Endprodukt anschauen. Ich sag, das ist insane lecker. Das hört sich halt nur so an, aber du weißt ja gar nicht, wie es schmeckt. Das ist ja belastend, weißt du? Maxi, Slabi, das sind alles Aubergine-Bros, die fühlen das. So. Ja, das ist ja das Problem. Wo ist das Problem, mit zu sagen, dass die keinen Geschmack haben, oder wie? Das hast du jetzt gesagt. Ja, du bist auch lost. Naja. Dann, Timo, wir hören uns. Ja, wir hören uns. Viel Erfolg. Danke. Du machst es, Mann. Yes. Und ja. Und bis dann. Und ciao. Tschüss. Ciao.